Kaisers neues Video, YouTuber mit 4 Millionen Abonnenten, faked Krebs. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Kannst du dir vorstellen, du bist so ein Trottel, dass du gleich in 5 Sunny V2-Videos vorkommst? Und ich würde mich nicht wundern, wenn es noch 5 weitere wären mit dem Lore um den Typen, die fährt ordentlich rein. Die Rede ist natürlich vom Boogie2988, eine absolute Legende im Internet, aber für die komplett wrongen Reasons, würde ich jetzt mal verdenglischen und sowas. Falls ihr den Typen nicht kennt, hier der kurze Hinweis. Schaltet ab! Ein absolutes Urgestein ist aber trotzdem, ich meine, er hat seinen Kanal 2006 hier auf YouTube erstellt und da auch schon die ersten Videos hochgeladen. Bruder, 2006. Und die ersten Jahre hat er auf jeden Fall sein Content nicht großartig verändert. Er hat eigentlich nur so, entweder so Gameplay oder so Real-Life-Stories hochgeladen. Jetzt nicht mit der besten Qualität, aber ich meine, wir sprechen hier von einer Zeit, ja, da ist der durchschnittliche Alpha-Kevin-Zuschauer noch nicht gespawnt. Aber es hat auf jeden Fall gepasst, so gerade für damalige Verhältnisse. Da gab es auch nicht viele Creator und sowas auf der Plattform und er hat wirklich viele Videos gerendert und hochgeladen. Ne? Und ich meine, mit der Zeit erreicht er natürlich auch viele Leute und das bedeutet nicht immer was Gutes. Er hat zum Beispiel oft sein Gewicht thematisiert. Ne? Zu einem Zeitpunkt, zum schwersten Zeitpunkt, war er bei ungefähr 260 Kilogramm, was schon ordentlich. Alter, das ist schon eine Menge Mensch, ja. Ja. Ungesund, mindestens ungesund. Ordentlich ist und er hat sich einen Magen-Bypass unterzogen. Ihr müsst euch das so vorstellen, da ist im Prinzip hier so. Ist da musst du doch. Musst du nicht vor der OP auch erst ein gewisses Maß abnehmen? Also meine ich mal, irgendwo gehört, gelesen zusammen, keine Ahnung. Der Magen, okay, und man geht her und man sagt, naja, okay, scheißen wir halt auf den Teil, ne? Den skippen wir einfach und sowas und das funktioniert aus irgendeinem Grund. Medizin, oder? Ich werde es nie verstehen. Eine Magenverkleinerung ist ein lebensverändernder Eingriff für stark übergewichtige Personen. Nicht nur für den Körper, sondern auch für die Partnerschaft haben schwedische Forscher bei der Auswertung der Daten von 2 großen Kohortenstudien festgestellt. So stieg nach der bariatrischen OP bei den Patienten die Scheidungs- und Trennungsrate gegenüber jenen adipösen Patienten, die herkömmlich behandelt wurden, und zwar deutlich um 28%. Daten aus einer weiteren Studie, bei denen knapp 30.000 adipöse Patienten einen Magenbypass erhielten, zeigten, dass die Trennungsrate gegenüber der Normalbevölkerung sogar um 41% stieg. Also scheißt du in der Regel nicht nur auf einen Teil von deinem Magen? Krass. Sondern auch auf deine Beziehung. Na, eine Studie des Scandinavian Obesity Surgery Registry hat er tatsächlich auch rausgefunden, da ich wollte das nicht noch einmal sagen. Scandinavian Obesity Surgery Registry hat tatsächlich auch herausgefunden, dass sich zwar mehr Paare trennen nach dieser ganzen Operation, aber wenn du als Single in diese OP reingehst, dann hast du danach eine höhere Wahrscheinlichkeit, fast doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, eine feste Partnerschaft einzugehen. Fun Fact. Das sind dann vor allem die psychologischen Veränderungen, die so ein Gewichtsverlust eben mit sich bringt. Und Boogie hat in den ersten 6 Monaten, beziehungsweise kurz vor der OP, hat man schon ein bisschen Gewicht verlieren müssen und sowas, aber halt in den ersten 6 Monaten hat er um die 70 Kilogramm verloren. And some people say, Boogie, surgery is cheating, surgery is the... Dann hast du wieder, den Struggle mit deinen Hautlappen, oder? Wenn du einmal so einen gewissen Punkt überschritten hast, kann sich halt die Haut nicht zurückbilden. Auch nicht vollständig, dann hängt das ja so runter. So, ich weiß mir auch nicht... Naja, wem es hilft, um Gottes Willen, ja. The easy way out. I can only eat small amounts of food. If I eat the wrong amount, I will vomit. I could very well end up killing myself. And the constipation and the intestinal bleeding, the hair loss, the physical pain, the dehydration and the sleepless nights and the agony. I mean, I don't feel like it was the easy way out. If I had the mental fortitude to do it the natural way, I feel like that would have been a lot easier. Nachdem im ersten Moment bei ihm noch alles gut war, hat er sich dann auch in weiterer Folge von seiner Frau getrennt. Was für viele Leute ein bisschen so der Startpunkt von diesem Absturz, den er hatte, war. Tatsächlich hat er aber schon viel früher angefangen, weil wenn man wirklich sehr, ich sag's mal, ungefiltert alles ins Internet bläst, was man eben denkt oder sowas, dann kann es passieren, dass eine Person, und das ist in dem Fall eben passiert, als eine Person herkommt und all die schlechten Sachen über dich sammelt, die jemals du von dir gegeben hast. Und das ist eben 2019 gewesen. Das war ein 5-seitiges Dokument mit über 5000 Wörtern und 70 verschiedenen Links und sowas von allen möglichen Begebenheiten, wo Boogie sich irgendwie abwegig verhalten hat. Ich wünschte, ich hätte so viel Zeit an meinen Händen. Also nein. Macht denn sowas? Wer setzt denn sich da hin und... Alter. So doof kannst du ja auch nicht denken, ja, dass es solche Leute gibt und von dir dann irgendwelchen Dreck sammeln, den du mal gesagt hast und das richtig kategorisieren mit Links und allem, mit Quellen. Ah, Junge.
Wir fangen bei einfachen Tweets über die gleichgeschlechtliche Ehe, wo er so meinte, so yo, er ist zwar dafür, aber es wäre irgendwie besser, wenn man einfach gar nichts macht, weil es könnte sein, dass man protestiert und dass man dann von irgendjemandem angegriffen wird oder so. Oder einen Tweet über einen Fortnite-Streamer, der seine Frau geschlagen hat, nachdem sie ihn verbal angegriffen hat und mit Sachen beworfen hat, so vor den Kindern, was to be fair auch nicht gerade gesund klingt, aber sein Fazit war, man sollte beide erhängen. Bis hin zu Clips mit eher merkwürdigen Aussagen. And thanks for 2 months of support, man. That's a lot of money, I guess, for a person of color, or is it not? I don't know. Alter. Oh, shit. The Holocaust is horrible. Absolutely horrible. But some good came out of it. Aber je länger... Alter, was... Ich meine, können solche Sachen aus dem Kontext gerissen sein? Nein. Kaum, kaum. Du dir den Post rein inhalierst, desto mehr Sachen kommst du wirklich drauf. Das ist ja auch nicht mehr irgendwie chronologisch geordnet oder so. Oh, was ist schlimm, was ist weniger schlimm, sondern es ist einfach mittendrin, ah, hier, ja, der hat da mal, keine Ahnung, einen Cheeseburger auf den Boden kaut und so, hier Umweltverschmutzung und dann hat er ein Kind umgebracht. Nein, er hat kein Kind umgebracht, weißt du. Es ging zum Beispiel um eine Frau namens Lucy, die mehr oder weniger mit ihm zusammen war und auch teilweise bei ihm gewohnt hat und so für ein paar Wochen oder Monate. Ich habe das nicht so genau rausfinden können. Und auf jeden Fall war die Beziehung sehr einseitig, also es ging mehr von ihm aus, dass seine Probleme wichtig waren, aber immer wenn sie irgendwelche Probleme hatte, war ihm das eigentlich scheißegal. And I was pretty much taking care of him every day. It would turn into an argument every time I tried to leave. Why are you trying to leave me? You know I need somebody right now. Blah, 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 blah. It got to the point where every night I'd go home in tears. You know, you're not here enough. You're just fucking annoying and you just don't want to listen to me. Blah, 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 blah. You don't mean shit to me. You don't mean shit. You're just a fucking piece of shit. Okay, well... Thanks. Das Problem war vor allem, dass er nicht mal nicht drauf eingegangen ist oder so oder sich für irgendwelche Sachen entschuldigt hat, sondern er hat wirklich jede Gelegenheit aus diesem Reddit-Thread rausgesaugt, um da irgendwie sich selber wieder als Opfer zu positionieren. Das hat auch gut funktioniert eine Zeit lang, weil ich meine, er ist ja dieser bisschen übergewichtige, nette, freundliche Gamer und sowas, den halt viele Leute schon seit Jahren kennen und sowas und da haben halt auch viele mit ihm sympathisiert, zumindest für einen Teil, na, bis du dir das halt dann wirklich komplett durchgelesen hast und so. Er hat auch viele Leute gehabt, die ihn zum Beispiel auf Patreon unterstützt haben. Das heißt, es wird auch einen monetären Aspekt gehabt haben. Und das war für ihn immer ein sehr wichtiger Teil von seinem Beruf, denn er hat zum Beispiel einmal aus heiterem Himmel geixt hat er. Ich habe gerade eben echt einen Tesla gekauft. Das ist mein allererstes Auto. Ich zittere, weil ich so aufgeregt bin. Mitbewohner, du hast was gekauft? Ich Tesla. Als Zuschauer bist du eigentlich davon ausgegangen, dass Boogie jetzt nicht gerade sehr viel Geld hat oder so, weil ich meine, er sitzt immer in diesem kleinen Raum, wo er seine YouTube-Videos drin macht und er hat halt irgendwie immer die gleichen 5 T-Shirts an oder so. Was nicht verwerflich ist, okay? Also hat einer geschrieben, meintest du nicht, dass du nicht so viel Geld verdienst? Und er meinte nur, ich kann mir die Kraxen easy leisten, du Dalaun. Ich hab vergessen, dass ich mein Skript geschrieben habe. Zumindest bis er dann sage und schreibe, einen Tag später draufgekommen ist, dass dieser Tesla vielleicht doch die ein oder andere breitere Münze beansprucht, als er bereit war zu blechen. Und am nächsten Tag, wie gesagt, hat er gepostet. Sitze hier und realisiere, dass ich ein Auto gekauft habe, das ich mir kaum leisten kann. Ja, ich weiß nicht genau, was er sich erwartet hat. Ich glaube, dass die Leute halt sympathisieren mit ihm. So, oh je, das kann ja mal jedem passieren und sowas, dass man sich verkalkuliert und so. Sagen, ich habe gar keine Ambitionen. Also nichts gegen Elektroautos, ja, dagegen geht's gar nicht, aber so ein Tesla kickt mich irgendwie gar nicht. Also gar nicht, noch nie, also weiß ich nicht. Das Ding hat 90.000 Euro gekostet oder 90.000 Dollar oder sowas. Also hat er den Spieß ganz einfach umgedreht, 90K, als er dann Backlash bekommen hat, so im Sinne von, yo, what the fuck, du hast es halt selber verschuldet. Der Plan war es jetzt nämlich, die Leute zu gaslighten und zu sagen, yo, ich habe ja nie einen Tesla gekauft, hä? Ich dachte, du hast dir den Tesla schon gekauft. Nein. Nein. Zeig mal wieder auf, wie schnell sich sowas im Internet verbreitet. Ich habe eine Probe gefahren und eine Anzahlung hinterlegt. Vielleicht hole ich ihn mir noch. Vielleicht auch nicht. Das entscheide ich nach der VidCon. Ich glaube, die Verwirrung kommt daher, dass Leute denken, eine Anzahlung heißt, dass du schon einen Vertrag unterschrieben hast. Das ist keine Verwirrung. Das sind Leute, die absichtlich falsche Tatsachen behaupten, damit sie in ihr Narrativ passen. Bruder, hast du dir den Tesla gekauft oder nicht? Das Ding mit dem Geld bei Boogie ist, das war anscheinend immer schon so ein größeres Problem für ihn. Er hat das nicht wirklich so gut managen können und so, bis er dann 2021 ein Video gepostet hat mit dem Titel Ich bin reich! I did something very stupid that I do not recommend anyone else ever do. I basically took every dime I had in liquid funds and invested it in a huge gamble. But I invested all the way back here, and yeah, that's where we currently are with that market. So
To say that I doubled my money is an understatement. In fact, I did more than that. Die Rede war hier, wie sich später herausgestellt hat, von ungefähr 750.000 US-Dollar. Und ich muss niemandem erzählen, weißt du, wie Krypto funktioniert. Du steckst dein Geld rein, dann steigt der Preis und dann verkaufst du wieder, okay? Das ist im Prinzip. Boogie hat das nicht so gemacht. Er hat stattdessen am Peak ein Video gepostet, eben, yo, was geht ab, Freunde? By the way, ich bin jetzt reich. Hat dann nie seine Kryptos verkauft und ist am Ende mit 175.000 Dollar ausgestiegen. Also ungefähr das Geld, womit er auch reingegangen ist. Ich schätze mal, er wird in der Zwischenzeit so gelebt haben, als wäre er rich, rich, weißt? Tatsächlich hatte YouTuber Mike Lum letztes Jahr eine komplette Dokumentation auf YouTube über Boogies Leben nach dem Fame geredet und seine Finanzen so ein wenig beleuchtet. Und er hatte einfach monatliche Kosten in Höhe von ca. 7.000 US-Dollar. Das meiste von seinem Geld hat er für Prostituierte und irgendeinen unnötigen Scheiß und sowas ausgegeben. Und ich glaube, er ist wirklich so an dem Punkt angekommen, wo er sagt, naja, okay, es wird sich eh niemals ändern und er hat schon längst aufgegeben und sowas und das mit dem Krypto, das war einmal ein Glücksgriff, den er dann nicht mal wahrgenommen hat oder so. Der hat sein Geld vervierfacht, war fast Millionär und hat dann einfach nicht ausbezahlt, weil er so greedy war. Und das hat man auch gesehen bei einem Job-Interview, wo der Dokumentarist mitgegangen ist und Boogie hat sich wirklich größt... Kannst du, wenn deine Kryptos bei 57k liegen, du mit 175 reingegangen bist, da ich... Ich glaube, ich hätte es gar nicht so lange halten können. Ich hätte schon 4R verkauft. Einfach aus Sicherheit. Oder mir zumindest 250k rausgezogen, damit ich, egal was kommt, schon mal diese Differenz als Plus habe. Ich weiß nicht, da kickt der Gier, oder? Da kickt einfach der Gier. Verfolge all deine Ritter-Reactions. Ey, danke meiner. Danke für deine Zeit. Fühl mich geehrt, echt. Interessiert mich halt auch wirklich hart, diese Ritter-Reactions. Schon wieder was Neues online, aber das, ich habe es noch nicht angesehen, das schien mir noch so ein bisschen langweilig eventuell. Vielleicht gucke ich es mir die Tage mal an, aber ich bin so mehr Richtung Norma, so wenn bei dem irgendwas Neues ist. Christopher ist auch ganz gut unterwegs. Ich habe Mühe gegeben, den Job zu bekommen. Ritters ist einfach. I did work at a small gaming store back in 2006, 2007. I am disabled. The downside of that is I am extremely depressed. So there's some mental health issues that we bring to the table. And then physically, I am morbidly obese. I have no references, no work history, and no education. And when you Google my name, you might see rumors that I beat my ex-wife and I'm also a pedophile. Should mention I'm also a felon. Letzte Option, Politiker. Schau, es fehlt offensichtlich das Oberste. Okay, wir brauchen Cash und mit 2000 Dollar kommst du nicht weit im Monat, wenn du die letzten 3 Jahre ungefähr, keine Ahnung, knapp 57.000 Dollar oder sowas angezündet hast. Deswegen hat er sich gedacht, okay, er probiert es mit Plan B. Krypto. Scams. Er hat praktisch 10.000 US-Dollar dafür bekommen, einen Shitcoin namens Fettycoin zu bewerben. Das bedeutet ganz einfach, er macht Werbung dafür, alle möglichen Leute steigen ein, weil sie denken... Ja, der typische Standard, ja. Die gründen eine Coin, die machen übelst Werbung, viele Leute steigen ein, der ballert hoch, die Creator von dem Coin, die verkaufen dann sofort, es ballert sofort wieder runter und du hast einen Arsch. Du hast einfach nichts davon. Denken, oh, keine Ahnung, Boogie, der hat ja viel Geld mit Kryptos damals gemacht und so weiter und so fort. Der pumpt extrem in die Höhe, weil alle Leute investieren. Der Typ, der den Coin erstellt hat, nimmt sich all das Cash und dippt und ja, alle sind gescammt worden. Der Klassiker. Aber er hat auch hier versucht, die Verantwortung wieder von sich zu nehmen, indem er zuerst gesagt hat, naja, es war ja nur ein Joke. Ich meine, wer investiert ja wirklich in sowas? Er wollte eigentlich nur große Millionäre, die da das große Geld wittern, die wollte da quasi scammen und so, weil das dann irgendwie okay ist. Und ja, klar, später in einem Interview mit Coffeezilla hat er sogar zugegeben, dass das nicht korrekt war, dass er das wusste, dass er das nicht machen dürfte, aber er braucht das Geld trotzdem unbedingt, weil er Krebs hat. Das ist aus mehreren Gründen spannend, weil er zum einen wieder die moralische Episode fährt und sich denkt, naja, niemand, der da sein Geld verloren hat, der wird das wirklich gebraucht haben oder so, aber er hat das Geld unbedingt gebraucht und deswegen ist es irgendwie in Ordnung. Sondern weil er schon 2022 ein Video gepostet hat, in dem er meinte, dass er Krebs hat. Naja, die da einsteigen, sind auch selber schuld, ja, also ist ja wirklich so, wenn du informierst dich ja vorher, ist ja bei Aktien genauso, du guckst ja nicht nur auf den Kurs und denkst, oh, die ist jetzt unten, jetzt kaufe ich so nach Gefühl. Und du musst da Gefühle völlig rauslassen. Das sind halt Geier. Also meine Meinung, die verdienen es, auch ihr Geld zu verlieren. Wenn dich da nicht informierst ein bisschen und wirklich völlig blind in so eine Scheiße reingehst, weil ein Influencer dafür Werbung macht. Also ich bitte dich, hätte Influencer davon Ahnung, wäre da kein Influencer. Weil er reich wäre und sich den Stress nicht geben würde. Ihm wäre das scheißegal.
hat. Und das würde auch erstmal niemand so anzweifeln oder so, weil ich meine, warum auch? Aber wenn man schon seine Krebsdiagnose für so etwas quasi verwendet oder als Ausrede nimmt, dann ist es klar, dass Leute darauf aufmerksam werden. Und das ist in dem Fall auch mit dem YouTuber, Streamer, was denn jetzt, politischen Bre Destiny passiert. Vielleicht kennt ihr den, der schaut ein bisschen aus wie Rezo, weil er mal blaue Haare gehabt hat. Did the doctor ever tell you or did he ever say the word cancer? He said polycythemia vera, which is a form of cancer, as he explained it to me. You are faking your cancer diagnosis, Boogie. Why does he order a bone marrow biopsy to confirm it? Well, if he ordered a bone marrow biopsy to confirm it, it would be weird that you told us that you already had a diagnosis and a confirmation. An dem Punkt hat die Story so ein bisschen begonnen zu bröckeln, weil ich meine, er hat die Diagnose schon seit 1,5 Jahren. Das ist wieder eine Typ. Es gab auch mal jemanden, der... Da wurde auch übelst berühmt bei YouTube und so. Da hat halt so getan, als wäre er im Rollstuhl. Und irgendwann hat er mal vergessen, seine Cam auszumachen. Und ist einfach, ja, hat einfach diese gemacht. Das wäre geil. Oh, Digga. Junge. Es gibt schon Abgründe, ja. Also hammerhart. Und dann zu sagen, ich habe Krebs und du hast. Sei doch froh, dass du es nicht hast, Junge. Und wenn du arm bist, Alter, ist doch scheißegal. Sei doch froh, dass du gesund bist, Bruder. Mann, aber jetzt machen sie immer noch Tests, um zu schauen, ob er es wirklich hat. Und ich glaube, das ist ihm dann auch selber aufgefallen, weil er hat dann später einfach so eine Art Rückzieher gemacht und gesagt, naja, sie machen immer noch Tests, weil es könnte ja auch sein, dass der Arzt das irgendwie gefaked hat. Next time you see your doctor, you just come out and say, do I have cancer? And he says, well, no. Is that possible? I guess that's possible. Well, I'm saying I do have cancer and know it is very unlikely, but I guess it's possible my doctor could be a f***ing quack. I guess it's possible he's been lying to me for clout. Für Clout? Yo, Leute, es ist offiziell, ja, ich habe Krebs. Also vielleicht, ne, kann ja auch sein, dass der Marvin irgendwie einen Prank macht. Pass auf, nachdem das jetzt wirklich ein größeres Thema ist, ja, Boogie ist kein kleiner Creator oder so. Ich glaube, er hat teilweise 4 Millionen Abonnenten auf YouTube. Und boah, mehrere krass. Leute sind darauf aufmerksam geworden. Und insgesamt haben verschiedene YouTuber einen fetten Prize-Pool, kann man quasi sagen, von $80,000 aufgestellt, wenn Boogie denn einfach den Zettel her zeigen würde, wo drauf steht, hallo, ich habe Krebs. Er muss jetzt auch nicht mal zeigen, bei welchem Arzt er ist oder so, sondern er könnte das einfach einem Dritten geben, der das quasi verifiziert, na, keine Ahnung, irgendeinem anderen YouTuber oder Destiny oder sonst wem, er ist verifiziert, jo, das ist tatsächlich echt, dann geben sie ihm die $80,000 und gut ist, das würde er direkt annehmen. Boogie hat sich allerdings geweigert, das zu machen, weil er eben meinte, das wäre zu privat für ihn und das ergibt nicht wirklich Sinn bei jemandem, der eine einstündige Dokumentation darüber hat drehen lassen, wie scheiße sein Leben ist. You realize, wait a second, everything he says is depressing. Everything he says is like the saddest shit I've ever heard. Und vor ein paar Tagen ist dann das passiert, was viele schon vermutet haben. Und zwar ist in einem Live-Talk mit Destiny und Keemstar, was für eine Kombination, Boogie auf die Idee gekommen zu erzählen, naja, er hat da vielleicht ein bisschen mehr reininterpretiert, als er hätte sollen. Ich spiele zuerst den Clip ab und ich erzähle euch dann, was das alles bedeutet, weil es ist ein bisschen kompliziert. Sie haben Corona. Nein, ich habe Krebs. Okay, bisschen viel Rennen. Video told by my doctor that I have polycythemia vera and we're treating you for polycythemia vera. He might have uttered those words maybe. He might, I know, I'm sure he said polycythemia maybe. And he might have even said polycythemia vera. He never told you that you had cancer though. That's fair. That's true. I had to Google that. Okay, yes. Which is what we thought. Oh my God. That's what we thought in the beginning. He probably told you that you have elevation of everything. You have polycythemia. You probably Googled that, but he never said cancer. He never said cancer. Also, soweit ich das verstanden habe, war Boogie beim Arzt bei einer Untersuchung und der hat ihm gesagt, yo, ich vermute bei Ihnen eine Polyglobulie, aka eine Poly, wie haben die das ausgesprochen? Polycythemia? Ist das jetzt eine Form von Krebs oder nicht, verdammt? Das ist eine Erkrankung, bei der du eine erhöhte Anzahl an roten Blutkörperchen entwickelst, die eigentlich fucking useless sind. Das ist aber kein Krebs, sondern nur der übergeordnete Begriff für diese Symptome, ne? Das mit den roten Blutkörperchen. Es könnte also sein, dass er in weiterer Folge dann doch noch an Krebs erkrankt, allerdings hatte er nie diese Diagnose, weil es kommt ja auch darauf an, aus was für einem Grund passiert das bei dir und wie verhält sich das mit deinem Körper. Und was er wahrscheinlich gemacht hat, ist, nach dem Arztbesuch nach Hause zu kommen, sich hinzusetzen, Polyglobulie zu googeln und dann direkt das Wort Krebs zu sehen und sich zu denken, ah,
Jetzt ist es soweit. Dann hat er das Ich-habe-Krebs-Video erstellt und gepostet und das dann als Ausrede für seinen 10.000 Dollar Krypto-Scheißdreck-Scam zu nehmen. Aber ich glaube, ich brauche euch nicht erzählen, dass das extrem tasteless war und dass es halt viele Menschen auch angepisst hat. Und ich meine, what the fuck ist das für... Ich meine, als ob du so vom Arzt nach Hause kommst und er dir nicht sagt, dass du Krebs hast. So, das wäre irgendwie schon eine gute Information. Freunde, was sagt ihr zu Boogie? Findet ihr einen toller Typ oder irgendwie doch nicht so? Gebt mir auf jeden Fall gerne einen Like, falls euch das Video gefallen hat. Falls nicht, dann gebt mir auch einen Like, weil das sagt mir vieles. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Alter, was für Leute gibt, Junge. Was es für Leute gibt, das ist einfach nur krank. Es ist einfach nur krank und traurig.